Herzlich willkommen auf Bike Vanlife. Wir sind in Deutschland und was habe ich bekommen? Die neue Starling Mini ist da. Ich habe ja schon lange in Gedanken damit rumgespielt, mir eine Starling zu holen, eine Starling Satellitenschüssel. Aber es machte immer irgendwie wenig Sinn, weil wir durch europäische Staaten gefahren sind. So, und jetzt sind wir wieder nach Deutschland gekommen. Und was war? Irgendwie das Internet gefühlt war noch schlechter als vor einem halben Jahr, wo wir los sind. Ich konnte nichts uploaden. Es hing da. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Nase voll. Und ich gucke rein bei Starling. War da nicht die Mini? Und dann habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Endlich, weil ich habe gehört, in der Türkei und die anderen nicht-europäischen Staaten auf dem Weg nach Zypern, die sollen demnächst auch von Starling beliefert werden. Und dann gesagt, na jetzt schlagen wir zu. Und jetzt machen wir auf. Ich bin ja so gespannt, ob die für uns was taugt. Als erstes Aufbauanweisung. Finde ich sehr schön gemacht. Dann haben wir hier das Netzteil. Das Interessante, wir können mit Niedervoltspannung jetzt direkt in die Antenne gehen, aber dazu kommen wir später noch. Dann haben wir hier so einen Adapter. Da kann die Antenne sozusagen auf dem Rohr gesteckt werden. Da gibt es aber auch noch Halterungen direkt bei Starling, die man da kaufen kann. Dachhalterungen oder alle möglichen Halterungen, die man da mit verschrauben kann. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Antenne. Oh, ist die klein. Die ist echt klein, weil ich gerade die großen Antennen, wir wussten nicht, wohin, aufs Dach schrauben konntest du ja nicht für dauerhaft. Und jetzt hier noch reinlegen, das Ding ist wirklich kompakt. Hier ist noch ein Schutz da drauf, weil das ist alles, was du brauchst. Dann geht von hier aus das Kabel einfach in dieses Netzteil. Dieses Kabel, was hier noch drin ist, ist, glaube ich, ein 5 Meter Kabel, ich weiß es nicht. Gucken wir nachher mal nach, wie viel Meter das hat. Und hier haben wir ein Netzteil, 230 Volt Eingang und Ausgang, Output 30 Volt, 2 Ampere, 60 Watt kann das. 30 Volt hört sich viel an. Ich wollte es mit 12 Volt betreiben. Ich habe das schon mal gesehen, dass es funktioniert. Da bin ich gespannt. Und ihr seht, hier ist die Halterung, der Aufsteller. Und dann haben wir hier den Eingang für dieses Kabel hier, was vom Netzteil kommt. Ich zeige euch das mal. Nehmen wir mal raus. Beide Enden sind gleich. Das sind diese typischen 12 Volt Klinken. Die werden dann hier eingesteckt. Und hier eingesteckt. Und das war's dann schon. Das ist der ganze Aufbau. So, und jetzt seht ihr hier so eine Gummilippen. Die sorgen dafür, dass da kein Wasser reinkommt, weil wir haben auf der anderen Seite, das ist richtig fest, okay, da haben wir die Möglichkeit, noch ein LAN-Kabel einzustecken. Ich hoffe, dass ihr das so erkennt. Und das ist nämlich genauso abgedichtet, dieser Blindstopfen, den lasse ich mal draußen jetzt. Und ihr könnt natürlich viele andere Sachen hier auch anbauen, wenn man hier das so ein bisschen beherzt hochhebt, könnt ihr das demontieren. Jetzt könnt ihr das hier irgendwo anschrauben und könnt es dann, würde sagen, genau hier, das könnt ihr jetzt irgendwo anschrauben, damit es fest ist, und dann steckt ihr das so rum wieder ein und dann wäre es fest irgendwo, wo ihr es hinhaben wollt. Ja, ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich habe mich bei Starling schon angemeldet, weil dann seht ihr gleich, wo die Lieferung bleibt. Und das Interessante, es war in 2 Tagen da. Also ich habe es am Sonntag bestellt und am Dienstag war es da, ne? Dienstag war es da. Montag wurde es abgeschickt, Dienstag war es da. Also ich habe richtig gestaunt. Gesagt wurde 3 bis 4 Tage. Wir stellen es mal draußen jetzt auf und dann schauen wir mal, was die Antenne leistet. So, ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht hier draußen. Es war schon ein bisschen kühl. Völlig ungewohnt für uns. Wir haben normalerweise nicht unter 30 Grad auf Zypern. Selbst in der Nacht nicht. Da war es 28 Grad, ne, immer so ungefähr.
So, jetzt habe ich die Antenne mal hier einfach so aufgebaut. Typischerweise, ich habe das Netzteil hier eingesteckt, schalten wir die Runhood mal ein. Wenn wir die jetzt starten, dann sehen wir, er verbraucht, doch jetzt verbraucht er 16, 25, 29 Watt, 32 Watt, ja um die 30 Watt hat er jetzt. 37, er pendelt sich noch ein, er fährt jetzt hoch die Antenne und ich werde mal die Einrichtung starten in der App. Wir haben die Starlink Mini, ich habe uneingeschränkte Sicht, ich habe einen Standort, meine Starlink ist angeschlossen, jetzt gehe ich in WLAN und suche die Starlink Antenne und finde sie aber noch nicht. So, da ist sie jetzt, die Starlink Antenne, jetzt verbinden wir sie und wir sind verbunden, jetzt gehen wir zu Starlink, wurde erfolgreich verbunden. So, Verbindung optimieren, sagt er. Starlink ermittelt, welche Satelliten die beste Verbindung bieten. Da bin ich immer gespannt. Wir haben hier jetzt rundherum noch ein paar Bäume. Ich hoffe, dass das jetzt nicht stört. Berechnung der Ausrichtung. Ich habe sie jetzt, man sollte sie immer Richtung Norden ausrichten. Norden ist, glaube ich, da. Aktualisierung wird heruntergeladen. Also, Verbindung haben wir hergestellt. Das funktioniert. Ich musste auch nichts ausrichten, wie ich in manchen Videos so gesehen habe. 47%. Ich kann ja mal drehen, vielleicht geht es dann schneller. So, wir sind jetzt bei 94%. Oben ist gerade ein Flugzeug über uns. Wir sind hier übrigens Nähe Pinneberg. Nur mal zur Info, damit ihr auch wisst, in welcher Region wir uns befinden. Jetzt sind wir bei 98%. Und gleich müsste er fertig sein. 100%. So, was macht er jetzt? Jetzt sagt er, er ist online. Ja, das war's wohl. Er hat das wohl alleine alles fertig gemacht. Jetzt machen wir mal einen Geschwindigkeitstest. Upload-Daten. Beim ersten Mal, ohne auszurichten. Wow. Also hatte ich jetzt ja nicht erhofft, aber wir sind so, jetzt wird er ein bisschen weniger, aber im Upload. 16,6 im Upload. Das ist wie auf Zypern gerade zu Hause. Da schwankt es auch, weil wir haben da eine Antenne zum nächsten Turm. Und da sollten wir eigentlich im Upload 20 haben. Aber wir liegen da immer drunter. Und die waren schon ein paar Mal, die kommen auch von alleine auf Zypern irgendwie, warum auch immer. Und dann pummeln die an der Antenne, dann geht es eine Weile gut. Und das ist jetzt ungefähr wie zu Hause. 16,6 Upload. Weil für uns ist der Upload einfach sehr wichtig, der Download, die 121 Megabits, die werden wir im Camper irgendwie nicht nutzen. Ne? Also so viele Geräte haben wir nicht, dass wir gleichzeitig Fernsehen gucken können. Zum Runterladen, für einige Sachen, ja, aber wir sind nur am Uploaden in der Regel und dafür ist wir sind am Uploaden, ja, und dafür ist der Upload natürlich wichtig. Wir haben eine Latenz von 23 Millisekunden, das ist okay. Wir wiederholen den Test einfach nochmal und ihr seht, der rennt, der geht nicht unter 100. Latenz ist ja 32 Millisekunden, es schwankt natürlich immer von Messung zu Messung. Und er geht zu Anfang hoch und er ist jetzt wieder bei 15 Megabits Upload. Was ich gerne noch machen möchte, ich würde die Antenne jetzt einfach mal drehen und nochmal machen. Und ihr seht, die Antenne war schon eigentlich gut ausgerichtet, jetzt etwas schlechter, aber nur minimal. Im Upload sieht es ja auch ähnlich aus. Im Gegenteil, wir bewegen uns gerade so um die 17. So, und jetzt drehen wir einmal andersrum, ganz andersrum. Und führen erneut aus, weil ich, er hat mich gar nicht aufgefordert zum Ausrichten. Wow! Ich bin ja mal begeistert. Leute, 170 Megabits. Upload war kurz bei 40 und er geht jetzt wieder auf seine 17. Das ist der Hammer, das Teil. Das ist der Hammer. Von Anfang an, wir können noch mal in die App gucken, da haben wir die Statistiken. Alles, was wir gerade getestet haben.
Und gibt es hier Störungen, Geschwindigkeitstest, Einstellungen gibt es hier, Einstellmöglichkeiten. Da könnt ihr nochmal den Router sozusagen einstellen. Das Netzwerk Ausrichtung gehen wir mal rein. Und ihr seht, er stimmt gar nicht. Andersrum, so rum soll er. Fertig. Erneuten Test. Geschwindigkeitstest. Ich bin ja einfach nur begeistert. Fast 200 Megabits. Jetzt geht er natürlich wieder mal runter, aber wir sind bei 130 Megabits. Im Upload war er jetzt ganz kurz bei 67 und er geht aber wieder runter auf 15. Jetzt geht er sogar tiefer. Kurioserweise, aber das kann man nie so genau messen. Ihr seht, er ist jetzt mit 5 GHz mit dem iPhone von mir verbunden. Von der Geschwindigkeit, jetzt machen wir noch mal einen anderen Test. Jetzt machen wir den Speedtest, den die meisten kennen. Erlauben. Da sieht schon ein bisschen anders aus. Da ist er jetzt bei 90. Ja, er geht sogar höher noch. Bei 100 würde mir ja völlig ausreichen. Also was Starlink da misst, weiß man nicht. Und im Upload ist er zu Anfang langsam und er hält sich jetzt bei 12. Das würde mir völlig reichen. Und wir haben hier einen Ping von 26. Sehr gut. Ich würde aber gerne nochmal die Antenne so hin, wo wir vorne ein gutes Ergebnis hatten. Und wir verbinden ähnlicher Wert. Also egal, wie ich die Antenne drehe, das spielt hier scheinbar keine Rolle. Und das sind hier wahrscheinlich auch die realen Werte. SpaceX Starlink ist der Server natürlich, ist klar. Es gibt hier keinen in der Nähe. Und das sieht doch richtig real aus jetzt. Und das würde mir schon völlig reichen, um jetzt Videos hochzuladen, damit der Kollege Goran meine Videos schneiden kann. Weil ich habe ja das ganze Rohmaterial, muss ich hochladen, das ist noch nicht geschnitten. Und das sind ja immer ja bis zu 20 Gigabyte. So, jetzt machen wir mal nochmal einen anderen Test. Dazu muss ich ein bisschen was vorbereiten. Wie ihr seht, habe ich jetzt meinen Easylonger. Den habe ich auf 24 Volt eingestellt, habe jetzt ein kurzes Kabel genommen, damit ich wenig Verluste habe. Und wir gehen mal rein. Und er hat sich mit Bike Vanlife verbunden. Jetzt gehen wir mal in die App. Starlink ist verbunden. Wow. Das heißt, ihr könnt um die 24 Volt direkt einspeisen. Mit 12 Volt habe ich es probiert, da hat es nicht funktioniert. 24 Volt ja. Und ich will demnächst nochmal, es gibt da USB-Stecker, die man auch einstellen kann. Jetzt will er noch eine Software-Aktualisierung, aber wir machen einfach mal einen Geschwindigkeitstest. Und da ist er jetzt weniger. Gut, jetzt habe ich sie zu mir gedreht. Ein Upload ist aber ähnlich. Das ist ja interessant. Erneut ausführen. Da ist er identisch. Und ich werde jetzt mal die Antenne, wir hatten ja so vorhin eigentlich den besten Empfang. Auf jeden Fall funktioniert sie auch mit 24 Volt. Bei der kann ich jetzt gerade nicht messen, was er da verbraucht. Bei dem kann ich nur 12 Volt machen. Aber das werden wir in einem anderen Video nochmal nachholen, was alles möglich ist. Das ist ja der erste Test erstmal. Ich werde mal jetzt nochmal gucken, einen Geschwindigkeitstest machen. Der Tisch wackelt ein bisschen. Und da geht er auch bis 23. Anscheinend ist ihm das noch etwas zu wenig von der Voltzahl her. Aber es funktioniert. Gut, das reicht uns erstmal. Wir haben gesehen, dass es funktioniert. Und jetzt kommt noch ein weiterer Test. Lasst euch überraschen. So, ihr seht, wir haben einen Dauerverbrauch um die 13 Watt. Jetzt geht er mal wieder ein bisschen hoch.
Und was ihr jetzt nicht glauben könnt, ihr seht es jetzt gerade, wir sind verbunden, wir sind online. Ich mache einen Geschwindigkeitstest und ihr seht, das funktioniert einigermaßen. Bei 22 Megabits landen wir. Im Upload sind wir bei 10 Megabits. 19 Millisekunden Latenz. Und jetzt zeige ich euch warum. Schaut mal hier hoch. Ich habe die Antenne einfach nach oben geschmissen. Ich wollte zuerst hier unter machen. Das hat funktioniert und dann habe ich sie hier drunter geschmissen. Erneut ausführen. Okay. 65 Megabits. 60, 50. Nee, 59 und in Upload haben wir 11. Und Leute, jetzt machen wir spannend. Jetzt kutschieren wir mal mit der Kiste umher, ob das Ding auch während der Fahrt ist. Ich habe jetzt keinen Tarif, keinen Mobile-Tarif, also den Mobile-Tarif schon, aber nicht während der Fahrt. Also im Normalfall soll der, glaube ich, bis 6 km/h gehen. Jetzt nehmen wir die Kiste mal runter. Und jetzt werden wir fahren. So, Geschwindigkeitstest läuft. Ich fahre los. Ich muss dazu sagen, wir sind hier, wir haben ja rundherum hier Bäume. Du kannst das ja mal so filmen. Da seht ihr das, hier sind rundherum Bäume. Deswegen ist die Ausrichtung auch nicht gerade perfekt. Und wir werden jetzt mal fahren und werden das mal testen. Wie er sich während der Fahrt schlägt. So, erneut testen. 36 Megabits. Obwohl wir hier noch zwischen den Bäumen sind. Und jetzt macht ein Upload immer noch 11 Megabits. Also ich könnte jetzt während der Fahrt auch noch was hochladen. Ich fahre jetzt gerade so 25 km/h. Und er ist jetzt fertig mit dem Test. Wir machen noch einen Test. Wow. Ich bin total begeistert. Selbst der Upload, der ist jetzt bei 20. So. Und ihr müsst wissen, es gibt jetzt da oben so viele Satelliten, dass ihr keine Probleme eigentlich mit der Ausrichtung habt, gerade wegen der Mini-Antenne. So, und jetzt fahren wir mal unter die Masten da durch. Hier ist ein Hochspannungsmast. Und da dürften jetzt ordentlich drücken. Aber er geht immer noch. Das ist erstaunlich, Leute. Ich bin hin und weg. Er macht einen Upload mit 20. Das kann nicht sein, ne? Hier ist er bei 15. Jetzt machen wir noch einen Test. Hier sind jetzt Bäume, links und rechts. 134. Das glaubt mir doch keiner. Das glaubt mir doch keiner. Und die Antenne liegt immer noch unterm Dach, nicht auf dem Dach. Upload 23. Ihr seht, dass hier sogar ein besserer Empfang ist, weil hier eben weniger Bäume waren. Erneut ausführen, jetzt sind wir direkt unter den Bäumen. Jetzt müsste eigentlich Schluss sein. Jetzt müsste tote Hose sein. Ihr seht, er geht auch runter. Und übrigens, ich fahre 50 km/h. Upload ist er immer noch bei 17. Ich kann es gar nicht glauben. 9,3 im Upload. Und hier sind die Bäume links und rechts. Ich fahre 80. 81 Megabits. Jetzt ist er im Upload. 17 Megabits. 16, 15 Megabit. Ich glaube, wir können aufhören. Ich mache mal noch einen letzten Test. Kann ja sein, dass Starlink irgendwann sagt, ihr seid unterwegs. Den Tarif habt ihr nicht. Aber er geht immer noch. Jetzt geht er gerade langsamer. Aber der Upload ist genial. Gut, jetzt halten wir mal kurz an. Und jetzt machen wir das Fazit. Also Leute, Starlink Mini. Ich habe ja die Mini, die ungefähr so groß ist wie ein A4-Blatt. Die anderen sind mindestens doppelt so groß, die anderen Antennen. Ich kann nicht anders. Ich muss da nochmal ran.
jetzt im Stehen 50 Megabits, die ist nicht ausgerichtet, wir sind gefahren, die ist einfach oben raufgeschmissen, liegt oben flach auf dem Bett. Unter dem Aufstelldach ist natürlich Kunststoff da oben. Ich kann sie euch ja nochmal rausziehen, damit ihr das seht. Wir machen das jetzt mal ohne Schnitt und jetzt ziehe ich sie hier raus. Und sie ist schon warm geworden. Da ist sie. Da ist sie. jetzt dürfte sie nicht mehr gehen, weil jetzt sind wir direkt, ja, null. Da seht ihr es jetzt. Null, sagt er. Geschwindigkeitstest fehlgeschlagen. Das ist jetzt eindeutig. Natürlich geht das mit einem anderen Kastenwagen nicht, weil der oben Blechdach hat. Mit dem Aufstelldach, das ist Kunststoff. Ich weiß es nicht, wie es ist mit Aluminium. Wenn Aluminium drüber ist, wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber wenn jetzt reiner, wenn ihr jetzt einen Teilintegrierten habt mit reinem Kunststoffdach oben, mit GFK, dann sollte das auch funktionieren. Also ich werde das mal testen. Wir werden ja eh zum Autohaus Busse mal fahren, dem Wohnmobilprofi in Schwerin, und da werden wir das einfach mal testen. Also bleibt dran und seid auch so begeistert wie ich. Genial, jetzt kann ich überall uploaden, wo ich will. Natürlich nur in den Ländern, wo es funktioniert, aber europaweit funktioniert das schon. Auf Zypern funktioniert das übrigens auch, werden wir euch auch zeigen. Und demnächst in der Türkei und in den Ländern, wo es die noch kein Europamitglied sind, da wird es aber demnächst auch funktionieren, die im Europa aber liegen. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weitere Videos anschauen wollt, abonniert den Kanal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.